Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier im Motherland Woodhouse. Ich bin Daniel von SimFans.de, wir sind hier im schönen Herbst hier, ja. Und wir wollen heute mal wieder zur Tierklinik gehen, ne Svea? Letztes Mal kam ja die Meldung, ja, du wirst in 7 Tagen tot sein. Ich glaube, 7 Tage hast du nicht mal mehr. Ja, du wirst bald genieße die letzten Tage, irgendwie sowas kam, ne? Ja. So, die Gleewatch Chat App bringt 11 Simoleons und die Mönch 19. Kannst du da mal trainieren? Am besten programmieren? Am besten gehst du mal mit, oder Felix? Komm, geh mal noch schnell aufs Klo. Und dann gehst du hier verwenden. Macht er schon selbst hier. Und du musst eigentlich auch noch aufs Klo. Können wir auch in der Tierklinik machen. Und du? Was machst du? Im Internet surfen. Geh mal weiter hier üben. Ich hoffe, du kannst das auch machen. Wobei, man kann das auch im Inventar platzieren, dann nehmen wir dich mit, weil dann kannst du das mitnehmen und währenddessen können wir dann, ja, du gehst auch nochmal aufs Klo, kannst du das mitnehmen in die Tierklinik, gehst du nämlich auch mit hier an diesem Mittwoch und kannst dann, ja, so, schnapp in die Hosentasche. Ja, Party in der Tierklinik. Kannst du ein bisschen die Leute unterhalten? Ja, wir müssen unbedingt noch in die Tierklinik, Svea. Es kann nicht sein, dass das schon war. Ja, nein. Nein, nein, nein. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Und probieren das mal aus, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt wirklich. Weil das wäre richtig cool, wenn wir jetzt nochmal einen schönen Tierkliniktag haben. Und dann der Friedhof hoffentlich bald fertig ist. Den ich gerade momentan baue. Unser Family-Friedhof. Und dann kannst du da auch deine Ruhe finden. Ja, ja. Komm, wir holen dich hier auch hier hin. Felix Weber hier hinbringen und Nico hier hinbringen, bitte. So, knuschelt ihr euch wieder? Ja, gibt auch einen Cousin, ja. Komm, wir machen das direkt mal hier auf. Haben wir da wieder was zum Fressen? Da haben wir schon alles. Hier auch mal füllen und dann eröffnen wir die Tierklinik. Ich gucke noch mal rein, ob das alles hier stimmt. Gewinnspanne lassen wir mal bei 100%, dann kriegen wir vielleicht bessere Bewertungen. Masami Ikeda ist hier auch noch bei uns eingestellt. Sehr schön. Da ist schon wieder die Maus hier. Also, ja, Felix, mach mal. Du musst dich mal drum kümmern. Falle auslegen. Da ist schon ein Mäuschen hier. Ja, komm, machst du mal da. So, komm mal raus hier. Da gibt's einen Keks hier für dich. Ein Käsekeks. So, wir öffnen die Tierklinik. Tierklinik ist geöffnet. I, Mäusis. Ja, die müssen wir jetzt verhindern. Und du kannst jetzt mal dein Zeugs hier auspacken. Na komm, dann machen wir direkt hier. Wo können wir, haben wir den Platz dafür? Hier drin, guck mal, da ist Platz. Kannst du das hier direkt mal hier machen. Ja, dann kannst du nämlich mal üben. Schon wieder wahnsinnig. Neben der Maus, angespannt. Verdächtiges Quieken, weil Maus entdeckt hat. Krabbeltierchen, krabbeln, krabbeln, krabbeln. Kleine, kräftige Krabbeltierchen, heftig kleinen, kräftigen Krabbeltierchen nach. What? What? Komm, verjagt die mal mit deinem Sound. Und du liest hier was? Du sollst doch hier kein Lama-Buch lesen. Du sollst doch hier... Na, Svea. Bist du am Computer? Lass dich mal programmieren und zwar... Was haben wir denn hier? Freiberufliche Arbeit fortsetzen. Machen wir die weiter, das ist auch gut. So, und du? Nico, 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 Nico. Und so geht es nicht. Svea, du hörst mal auf. Du gehst nämlich hier runter arbeiten. Danke, ja. Level 4 der Videospielfähigkeit hier erreicht. So, wo sind die ersten Gäste hier? Da schnell mal hier. Patient warmherzig begrüßen. Bitte, danke. Dann machen wir doch gleich. Komm. Was sind denn meine Angestellten hier wieder? Wieso kommen die denn schon wieder nicht? Jetzt kann ich ja wieder leiden. Hallo, liebe Angestellte, bitte kommt mal. Wie wär's denn? Wie wär's denn? Wie wär's denn? Doc bedeutet mir alles und er fühlt sich schrecklich. Ich bin dir für jede Hilfe dankbar. Okay. Ja, Weber, Weber. So, Svea in ihrem Tierklinik-Outfit. Sexy Hexy hier. So muss das doch sein, oder? Ja. Kommt der Doc hier? Hier, da kommt er schon. Guckst du mal. So. Oh, der ist voll angespannt. Den müssen wir erstmal beruhigen, hier besänftigen. Ah, Miss Kätzchen. Brauchst du keine Angst haben. Svea ist ja da für dich. Amuki Daba. Amuki Daba, hier.
Und was fehlt ihm? Was denkst du? Wir gucken mal. Wir untersuchen mal die Atmung. Wir müssen das Näschen untersuchen. Untersuchen. Ja, untersuchen mal die Temperatur. So, glühende Nase, rasselnder Atem, Regenbogenhaufen. Eieieiei. Ist aber nicht so gut. Saurer Atem. Untersuchen wir mal weiter den Mund. Hier guckst du mal hier rein. Aua, aua, aua. Und was ist es? Trockene Augen. Da müssen wir eine Behandlung machen. Und zwar... Oh, da müssen wir den Schniefnasenfieber... Wir müssen ihn zur Chirurgiestation bringen. Wir können gar keine Behandlung machen. Als gutes Tier bezeichnen. Den Besitzer können wir auch mal dann loben irgendwie. Freundlich. Nee, lustig. Lustiges Geschenk geben. No. Ja, DJ Mixen Level 2 kann jetzt eine neue Musiksammlung am DJ-Pult spielen und während des Auflegens zwischen den verschiedenen Genres wechseln. Andere Sims können die Performance genießen, indem sie zusehen oder dazu tanzen. Das heißt, mal gucken, ob wir das wieder checken hier. Das wäre, ne? Operationen hier. Ein Knabber Innenentstopfung. Was für ein Ding? Knabber Innenentstopfung. Okay. Wir machen eine Entstopfung. Oh, ja, das ist falsch. Hier wieder zurück. Ja, zurück. Was? Die Abbrechung. Ah, Escape. Hey, haben wir Glück gehabt hier. Und? Scan. Entstopfung im Hals. Oder wo? Sauger in den Hals hier. Eieiei. So, dann müssen wir jetzt nochmal hier streicheln. Gutes Tier bezeichnen. Du bist auch wirklich Subi hier. Wir wollen doch 5 Sterne haben auch, ja? Komm bitte, nicht nur 3. 4 Sterne, immerhin. Immerhin. Was ist das für ein Fleck? Dankeschön, thank you. Gut, das Preis-Leistungs-Verhältnis, was sagt sie? Toller Preis, toller Service zum tollen Preis. Deck, ja bitte, tschüss. Next one. Warum herzlich begrüßen? Wer bist du denn? Und du? Nicolas Horizon. Oh, ist von euch jemand. Oh, die Masami ist auch da, unsere Stalkerin. Ja, will der Zauberer. Ich weiß nicht, was mit Cooper los ist, aber er gefällt mir gar nicht. Ja, natürlich können wir helfen. Guck mal, wir machen hier voll die Stimmung. Nico, was ist los? Willst du schon schlafen? Komm, du darfst mal hier duschen und was essen und dann schlafen. Hier sind mal baden und Kaffee holen, ganz genau. So. Wie sieht's aus mit unserem Cooper? Eieiei. Der ist fit hier. Wir machen mal Untersuchung. Oh, der hat was am Fell, ne? Haut und Fell untersuchen, weil der hat ja so Flöhe da, oder? Vermutlich. Da gucken wir uns mal genauer an, Svea. Der ist voll hübsch. Oh, wie der guckt, so schön verpeilt. Flohzirkus. Ja, dann machen wir hier ein Parasitenkiller-Spray. Chakalaka, ja. Ja. Alles gut. Das Gute ist hier bezeichnen. Streicheln. Und dann freundlich Geschenk geben. Kumpelgeschenk. Ein Tierhaufen. Echt mal? Der hat ja schon 4 Sterne gegeben. Hier, ich habe ein Geschenk für dich, du. What, für mich? Hier, voll schön, dankeschön. Kann man ja auch noch Geschenke. Wow, ein Tierhaufen, das ist aber lieb von dir. Kann ich für den Garten verwenden als Dünger. Tschakka. Handschlag. Hey, mach mal hier meinen Staubsauger nicht kaputt. So, du bist dran, glaube ich. Nicolas Horizon. Begrüßen. Das sind jetzt meine anderen Mitarbeiter wieder. Das kann ich ja wieder leiden hier. Boah, Felix spielt hier Geige im Dings. Du sollst doch hier arbeiten, Felix. Was machst du denn jetzt mit der Geige? Aristoteles ist krank. Ja, wir gucken ja schon. Komm hier mal hier. Programmieren. Freiberufliche Arbeit. Das geht doch. Oder bist du hier freigeschalten für die Tür? Zu dritt gestatten für Haushalt. So. Kommst du nicht rein? Ja, doch, du kommst da schon rein. Jetzt kommst du rein, Mensch. Programmieren, Arbeit fortsetzen.
Ganz genau. Ja, wir müssen gucken. Ich weiß. Als gutes Tier bezeichnen. Freundlichste Art, sich vorzustellen. So, jetzt gucken wir mal, was wir machen müssen. Patient beruhigen. Hier, einmal beruhigen. Oh ja, ja, der hat auch einen Blutzirkus und stinkt hier. Schon neu. Brauchst keine Angst haben, Schwer ist ja da. Und dann versuchen wir mal das Diagramm. Die Augen untersuchen wir mal. Oh, die sind eigentlich voll hübsch. Ist wirklich auch knuffig hübsch hier. Eieiei. Wie süß du guckst hier auch. Ja. Guckst du hier mal? Ah, ich hab Hunger. Die Katzen wollen immer Hunger, ne? Miau, glühende Nase. Untersuchen, Ohren testen. Ja, wir müssen auch mal das Haut und die Haut und das Fell untersuchen. Bist du jetzt am Programmieren, Jungschen? Nein, ich hab Geige gespielt, hier beruhigende Seiten. Und? Oh, hier stinkt's aber. Jetzt geh halt hier mal, ja? Geh hier mal üben wieder. Wir müssen doch hier irgendwie Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, kann man mit DJ Geld verdienen? Ich glaube, man kann da auch draußen spielen für Trinkgeld, oder? So. Wir müssen nochmal untersuchen, Svea. Regenbogenhaus und rasselnder Atem, Herz abhören. Süßer Atem auch noch. Ein rasselnd süßer Atem mit glühender Nase und Regenbogenhaufen. Aber was hast denn du wieder, du? Da müssen wir nochmal gucken. Ohrinfektion, eine Nuklearnase hat der hier. Dann kriegst du auch mal hier eine Spritze. Eine Spritze für den Aristoteles. Hier kriegst du eine Spritze. Das ist so knuffig, oder? Krankheit geheilt. Das müsste ihm jetzt viel besser gehen. Sie seid wirklich ein schönes Tier hier. Hey, wieso nur 3 Sterne, du Hongel? Mann, jetzt 4 Sterne. Ja, also gut. Komm, lob nochmal das Ding hier. Der Geist des Schenkens. Super Tier, Sulzul. Ich bin ein Hase. Nee, du bist kein Hase. Du bist ein Kätzchen. Subi. Ich glaube, ich sollte die Tiere vorher irgendwie knuddeln, kann das sein? Buddy. Komm, wir begrüßen den mal hier. Wem gehört das denn? Ja, Stalkerin, dann musst du jetzt auch mal verwalten. Wir machen jetzt hier mal Verantwortlichkeiten. Du sollst hier Patienten behandeln, bitte auch. Weil sonst kommen wir ja nicht voran. Und dann kriegst du mal noch ein Lob hier. Hast du Sumi gemacht, hier Stalkerin? Warmherzig begrüßen. Aber wieso sind jetzt meine Mitarbeiter gar nicht da? Doch, da ist er eine. Ja, allzu gut. Sind die doch noch gekommen? Wo ist Manfred? Manfred Fresh kommt auch nicht mehr, wie es aussieht hier, ne? Felix, wer ruft an? Lea! Willst du rüberkommen ins Jahreszeitenhaus? Eieiei. Die Tochter ist das ja von Felix. Wir sind jetzt hier mitten in der Tierklinik. I'm so sorry, Lea. Nee. Was hast denn du jetzt an, Svea? Echt mal? Anerkennung tut gut. Na, also denn. Ja, dann hier mal aufwischen. Komm, wisch mal auf. Hier mal aufwischen. Können wir das Ding nicht mal starten? Reinigungsvorgang starten. Lass mal das mit dem Aufwischen, sondern starte mal direkt. Komm, starte mal direkt hier den Zauber, der soll das hier machen, ja. Genau. Jetzt sind wir hier angespannt, das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht hier. Das ist aber echt schlecht. Das gutes Tier bezeichnen. Komm, wir schleimen uns mal bei den Tierchen ein. So, freundlichste Art, sich vorzustellen. Jetzt machen wir mal hier keine neuen Patienten zulassen. Jetzt ist es nämlich langsam knappig hier mit dem Platz. Keine neuen Gäste zulassen. Freundlichste Art. Wo sind noch mehr Hundis? Hier ist noch ein Hundi. Freundlichste Art, sich vorzustellen. So. Was? Gut, das gefällt mir gar nicht. Ja, hallo. So, ja, du bist immer noch angespannt. Brauchst Vergnügen, weil Spaß niedrig ist. Das ist aber schlecht. Dann müssen wir kurz doch eine Pause machen am Fernseher hier. Komm, dann machst du hier mal kurz hier Fernsehen. Dann machst du das mal. Jetzt bist du wieder inspiriert. Ja, danke auch. Komm, dann begrüßen wir den jetzt mal hier. Warmherzig begrüßen. Der ist schon nämlich hier auf dem Zweiertrip.
geht mal gar nicht. Lass mal den Hund. Ja. Ah, süßer Hund, der macht's halt noch. Ja, Quimba, Quimba. Von Karamusti. Hallo. Hallo. Eieiei, wir müssen hier noch weiter saugen. Wo haben wir denn den anderen Sauger da? Der muss auch mal hier starten. Automatische Eierreinigung hier. Eieiei. Hey. Alle 12 Stunden. Alle 12 Stunden, ja. Also machen wir starten. Ja, starte mal das Ding, komm. Komm, starte mal das Ding. Komm. Danke für die gute Arbeit. Ich hoffe, die Bezahlung ist so in Ordnung. Was für ein Ding. So, jetzt kommen wir erstmal nach dem Hundi. So. Oh, der ist schon wieder hier gestresst. Da müssen wir erstmal besänftigen. Svea, komm. Wir haben schon 4 Sterne. Yay, die Bezahlung ist bisher gesteigert. Wachstum, Servicequalität und Atmosphäre. Aber immerhin hier. 4 Sterne schon im Schnitt. Müssen wir jetzt halten, Svea, komm. Untersuchen, oh, Augen okay. Untersuchen. Uh-huh. Freundlich. Uh-huh. Komm, gib auch mal ein Geschenk hier, Kumpelgeschenk. Kriegst auch nochmal einen großen Tierhaufen. Uh-huh. Untersuchen wir hier auch nochmal Haut und Fell. Und dann die Ohren. Ja, das ist bestimmt auch wieder heiße Pfoten und irgendwie Flöhe, ne? Und Käfer oder was. Trockene Augen, hohe Temperatur. Ach, bist du auch voll hübsch. Das sind alles so hübsch, die Hundis. So, rasselnde Atem. Behandlung, Quietschfidelpille, komm. Hier kriegst du da so ein bisschen was zum Knabbern. Yay! Krankheit geheilt, sehr schön. Hier auch mal als gutes Tier bezeichnen und dann... streicheln. Yay, Dimsi. Felix, geh nochmal auf Klo. Du bist jetzt wie so ein Senior, nachdem man wirklich gucken muss, dass du hier kacken gehst und alles. Dann kannst du hier mal aufwischen. Ja, das auch mal aufwischen. Probier das mal aus. Wenn der Staubsaugerroboter das nicht hinbekommt, dann müssen wir das zusammen machen hier. Und du trinkst ja auch noch deinen Kaffee. Ey, du musst auch pieseln. Geh doch hier mal pieseln hier. Geh doch mal auf Klo, Mensch. Ich bitte dich. Machen wir hier auch mal Zutritt gestatten für Haushalt. Und dann kannst du ja nämlich schlafen. Mir schon wieder spät. Das warst du gar nicht pieseln, oder? Doch, der war schon pieseln. Oder du hast hier hingepieselt. Nein, ne? Oh, ne. Jetzt gehst du hinten raus, dass dich keiner sieht. Hier, du Armer. Ups, habe ich schon wieder Video gemacht. Ich wollte eigentlich einen Screenie machen, verdammt. So. Screenies. Screenies. Jetzt kommt er gleich hier rein, dann erwische ich den noch. So. Habe ich dich erwischt. So, Felix. Klappt das? Ja, es war stinkig, ja. Und schon wieder Video. Ei, Felix. Ei. So, und du gehst jetzt auf Klo, bitte, Mädchen. Komm, gehst du mal schnell auf Klo. So. Das ist wieder ein Desaster. Ich hab's mir schon gedacht, jetzt haben wir wieder nur 3,5 Sterne. So, ungeduldig begrüßen. Dann machen wir jetzt noch. Eieiei, du brauchst immer noch Spaß, ne? Felix, unterhalte die Troller mal. Wir haben echt alles gemacht. Da ist überall Pipi und Kaka und alles. Ja, Mann. So, die Dinger da weg. So, ja. Komm, die müssen wir noch begrüßen hier. Obwohl du voll gestresst bist. Hey, ich weiß, wir waren schon lange. Ich bin auch ungeduldig. Chili benimmt sich merkwürdig. Eieiei. Wo ist Chili? Chili, gutes Tier. Tier beruhigen. Lass mal die Untersuchung hier. Mach mal erstmal beruhigen und so. Wir müssen uns jetzt hier einschleimen erstmal. Und dann Untersuchung beginnen. Du bist ein Subi-Tier. Ja, du musst dich erstmal beruhigen. Ja, du kriegst auch gleich einen Knochen, aber erst wenn wir fertig sind. Ich brauche Spaß. Ich will Spaß. Jetzt gibt's hier ein Plus. Für Tierzuneigung.
Leckerli kriegst du auch. Ja, Subi. Gut, jetzt komm, machen wir die Untersuchungswehr, sonst wird das nichts mal, nichts mehr heute. Kommst du mal mit? Untersuchung beginnen haben wir ja schon. So. Und dann. Auch mal besänftigen, dann machen wir die Behandlung. Ne, wir machen erstmal die Untersuchung natürlich. Wir müssen die Temperatur messen bei den Pfoten. Und dann gucken wir mal die Haut und die Fell an. Die Haut und die Fell. Da haben wir auch nochmal einen Roby, den müssen wir auch mal starten. Kann auch nicht sein, dass die nicht richtig hier reinigen. Jetzt haben wir drei Dinger von denen, na, echt mal. Yay, 4 Sterne. So, und das suchen wir mal weiter. Herz abhören. Oh, au. Oh. Du armes Hundilein. So. Turanga, Qualm in die Pfoten. Spritze geben, antivirale Substanz. Obsinib. Alles ist gut, alles ist gut. Oh, wird nach der langen Arbeitszeit langsam müde. Ja, wir sind auch jetzt gleich hier fertig, ja. Wir sind gleich hier fertig. Ich glaube, wir haben die Gäste jetzt auch schon fertig hier bald. Ja, unsere Stalkerin macht noch hier was. 3 Sterne. Eieiei. Nicht der Patientin lassen. Können wir da nicht nochmal irgendwie was machen hier? Oh. Oh. Ich. Kommst du da klar? Guck mal, der Zumpfatem oder wie das Ding heißt. Zumpfmaul. Ih. Ja, oder? Klappt soweit. Aber 3 Sterne ist nicht so gut, Masami. Du brauchst eine Schulung. Du brauchst eine kurze Schulung. Eigentlich brauchst du eine lange, aber wir können nur kurze auswählen. Komm, dann machen wir jetzt noch Svea. Auf wie mit Gebrüll. Ist auch schon am Schlafen in der Badewanne. Oh, Felix. Oh, Felix. Vielleicht wollte Lea mit dir reden wegen Patrick und so. Das ist jetzt auch noch so ein bisschen... So viele Leute haben gewotet, dass sie Patrick verlassen soll. Tja, das wird noch spannend in den nächsten Folgen. Ja, das wird noch spannend. Wirklich mal. Das wird spannend. Was deine Tochter macht, Mädchen. Dein Mädchen. Ich weiß, deine Investition in meine Zukunft zu schätzen. Ja, sehr gut. Oh, Svea, du arme Maus. Du musst jetzt unbedingt hier was... Hier Fernsehen gucken oder so. Fernsehen. Dann machen wir die Tierklinik nämlich jetzt zu. Ah, dann sind wir wieder 3,5. Das wollte ich unbedingt das haben. Ja, Atmosphäre, ja, wir müssen mehr aufräumen und dann doch wieder akkuratere Behandlungen machen. Da müssen wir nächstes Mal, ich glaube, auf jeden Fall weniger Werbung machen, dass da nicht so viele kommen. Und wir senken nochmal die Gewinnspanne. Und dann kriegen wir das hier nächstes Mal. Ja gut, die Angestellten sind ja auch nicht wirklich top, ne? Das ist nicht so schön jetzt hier. Können wir die noch für eine Schulung bezahlen? Ne, die geht schon, ne? Eieiei. So, dann kriegen wir das hin. Ja, ich bin nicht guter Dinge, das müssen wir irgendwie schaffen. Kannst du weiter gucken, während Nico schläft? Ne, der geht jetzt erstmal baden. Guckst auch noch so einen Stressfilm da an. Ja, dein Spaß schweigt. Werwölfe und dann ist alles gut, ne? Du hast schon wieder braune Haare, wenn du so schmutzig bist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute hier in der Tierklinik. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Auf jeden Fall eine der letzten Folgen hier mit Svea. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier im Let's Play oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Ganz viel Spaß. Bis dann. Macht's gut. Ciao.